Wir glauben an einen Gott, der viel größer träumt, als wir in unseren kühnsten Träumen träumen. Habt alle von Herzen ein ganz gesegnetes Pfingstwochenende 2022. Wir schreiben in diesen Tagen die Apostelgeschichte weiter. Ihr wisst, die Apostelgeschichte endet hinten offen. Warum endet sie offen? Damit wir sie weiterschreiben in diesen Tagen. Das sind Tage der Gnade. Das ist eine Zeit der Gnade. Und jetzt ist es höchste Zeit für unseren ersten Referenten, den ersten Preach dieses Wochenendes, dem Preach, an dem alle anderen auch connected sind mit uns. Eine große Ehre für uns, dass du, lieber Bobby, Andreas, Bobert, Leiter von Campus für Christus Schweiz, Ehemann, Vater von 4 Mädels, Theologe, Lehrer, Buchautor, begnadeter Preacher und vor allem sehr guter Freund, heute bei uns bist. Herzlich willkommen, lieber Bobby. The stage is yours. Lass mich noch ein kurzes Gebet für den Bobby sprechen. Herr Jesus, danke für diesen kostbaren Mann. Danke, dass er hier ist an diesem Wochenende bei uns in Salzburg. Danke, Herr, für die Mission, die du in sein Herz und auf sein Leben gelegt hast. Und wir bitten dich um seinen Segen, nicht nur für heute, Herr, sondern für alles, was er tut. Für die Werke, die ihm anvertraut sind. Herr, reichen Segen für ihn, für seine Family und für alle seine Ministries. Herr, salbe sein Wort jetzt in diesen nächsten 50 Minuten. Herr, tu etwas mit diesem Wort in unseren Herzen und bei allen, die dieses Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Großartig. Wow. Schön hier zu sein. Danke euch. Wahnsinnsjob. Das war von Georg. Ja. Ich kann die Namen schon nochmals vorlesen, aber da sind wir durch. So schön, euch zu sehen. Man hat mich auch unglaublich gut instruiert. Also es hat geheißen, wenn du rauskommst, pass auf das Kreuz auf. Das ist nämlich hier, wenn man hier so euphorisch, muss man aufpassen, dass man am Kreuz nicht erschrickt. Das geht noch einigen Menschen so. Ja? Dass man dann als Christ immer Gottesdienste macht und fromm tut und dann erschrickt, dass da noch ein Kreuz steht, ne? So ein Christus da ist. Ja? Dem kann man schon manchmal ein bisschen erschrecken. Und dass der Christus einem manchmal dann auch im Leben im Weg steht oder so gefühlt. Ne? Obwohl ich oft das Gefühl habe, dass ich als Bobby meistens dem Christus im Weg stehe. Und ich hoffe, dass ich ihm heute hier bei euch zu Hause am Livestream, da wo ihr seid, irgendwo, aber auch hier in Salzburg, dass ich Gott nicht zu arg im Weg steht, sondern dass er mit seinem sehnsüchtigen Herzen in eure Leben, in mein Leben hineinwirken darf. Das ist das Topic von heute, diese Sehnsucht, die ich nach Gott habe. Und es ist eigentlich eine Sehnsucht nach einem sehnsüchtigen Gott. Also wir spielen uns Sehnsucht hin und her. Er ist ein bisschen besser da mit seiner Konstanz und ich habe da meine Holperer in meiner Sehnsucht, aber ich bin da sehnsüchtig mit Gott unterwegs. Ich bin nicht erschrocken, dass Christus da ist. Eben manchmal ist man das, oh, Christus, du auch hier, ich wollte doch Gottesdienst machen. Da ist man überrascht, wenn irgendwie Gott auftaucht oder irgendwie ein Heiliger Geist spürbar ist. Manchmal sind wir dann fast ein bisschen überrumpelt und überfordert als Christen. Und ich wünsche mir, dass er uns immer wieder überrascht und überrumpelt und sagt, hier bin ich, ich möchte dich überraschen, ich möchte dich nicht erschrecken, ich möchte dich überraschen. Was mich erschreckt, sind eigentlich Menschen. Ich komme ja, wie ihr, immer noch so gefühlt aus diesem Lockdown. Ihr in Österreich, euch hat es ein bisschen härter erwischt als uns. Und es ist wirklich so, da ist man noch innerlich ein bisschen überrascht, wenn plötzlich Menschen da sind. Ich habe ja 2 Jahre lang fast nur Calls gehabt und das sind alle Menschen auf Augenhöhe. Kennt ihr das? Du hast Menschen kennengelernt im Call auf Augenhöhe und dann siehst du sie zum ersten Mal so richtig live und du erschreckst, weil du merkst, oh, das ist ja der Markus, ne? Ja, hi. Das ist viel größer. Ja? Aber auf dem Screen sind alle gleich. Und irgendwie Jessica plötzlich, hi Jessica, cool, dass du auch, ja, wir haben noch nie zusammengearbeitet, nee, ist cool. Ja, Markus und Jessica, ja, wir sind zusammen ein Team, ja, online war es ein bisschen anders. Ich meine, Physios haben jetzt Hochkonjunktur, weil die all die unsere Nacken, früher war immer so, ne, die sind jetzt steif geworden und jetzt muss man wieder so richtig bewegen. Und man erschreckt ja, weil es für mich dann, Menschen, da hängt ja unterm Kopf ein Körper.
Ja, das wusste ich ja nicht mehr. Das war ja wie weg. Da hängt ein Körper. Ich habe mich nur noch aufs Gesicht konzentriert. Und da hängt, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs bei manchen. Ja? Da hängt ja ein Körper dran. Ja? Und dann muss man sich überlegen, ja, wie reagiert man da mit diesem Körper? Darf man jetzt wieder, durfte man ja Berührung, alles, Fäustchen, hallo. Ich kann nur noch mit Gesichtern gut. Und dann ist man erschreckt und muss sich wieder reinfinden. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns nicht zu arg erschrecken und dass uns eben auch Gott nicht zu arg erschreckt. Wenn er dann plötzlich überraschend anders ist, als wir vielleicht 1, 2 Jahre oder 10, 20 Jahre vermutet haben und Gott nochmals anders auftaucht und sagt, huch, du hier, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Ich war gerade mit Beten beschäftigt und jetzt kommst du, Gott. Ne? Ich möchte mit euch über diese Sehnsucht nach Gott nachdenken, die mich ausmacht. Eine Sehnsucht eben mit Hochs und Tiefs, wie im Europapark, manche Bahnen, da geht es manchmal hoch und manchmal runter. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Gott, die ist tief in uns alle hineingepflanzt. Da innen drin, da drängt etwas nach Gott. Nur oft wissen wir nicht, dass das Gott ist. Aber da ist diese Sehnsucht. Und bei mir hängt sie zusammen mit einer Faszination für diese, das ist so ein Modewort in der Theologie, für diese Ambiguität, die Gott hat, für diese Mehrdeutigkeit, für diese Vielschichtigkeit, dass da ein mystisches, göttliches Fernwesen ist, irgendwo weit über mir, weit außerhalb von mir. Und gleichzeitig hat er sich in Christus in so einen Körper reingedrückt, sodass Paulus sagen kann, die ganze Fülle von Gottes Wesen ist in Christus zu Hause. Ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und diese Dynamik, die hat mich schon immer begeistert. Dieses mystische Gottwesen und dieses nahe Persönliche, das er dir und mir anbietet im Leben. Dass er mit dir und mir eine ganz, ganz enge, nahe, persönliche, intime Beziehung haben möchte. Das hat mich schon immer fasziniert. Und in mir irgendwie so eine Seelenseite sehnsüchtig anklingen lassen. Ich habe in meinem ersten Leben, war ich ja Sekundarlehrer in Mathematik, das ist Phil 2, also Mathe, Physik, Bio und Chemie. Die meisten haben das so als die Lieblingsfächer. Kann ich mal so ein fröhliches Wahoo hören? Wahoo! Ja, ja. Die Sprachler können auch Wahoo auf Französisch machen oder Italienisch, wenn ihr lieber wollt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ja. Ich habe hier ist es ja schon, da denkt jemand mit, guckst du. Das ist der größte Stern, also einer der größten Sterne. Es war mal der größte Stern, man entdeckt immer wieder größere Sterne, weiß nicht, ob die wirklich größer sind, weil es sind ja Schätzungen. Also geht niemand mit Meterband da rum und misst mal. Aber ein Universum ist ja crazy. Und so vom Naturwissenschaftlichen hat mich begeistert, den Ursprung dieses Universums in einzelnen Dingen zu erkennen. Stelle von, das ist der Stern, das ist eine Zeichnung, also eine Abbildung vom VY Canis Majoris. Das ist einer der größten Sterne, wahrscheinlich jetzt im Moment wieder der neuntgrößte Stern der Welt. Und der ist groß, Leute. Ihr denkt ja vielleicht, die Erde ist groß. Und dann kommt man, ja, die Sonne ist noch größer. Und dann kommt VY Canis Majoris. Einfach um das mal zu verstehen, die Erde kann man so in etwa 31, 32 Stunden umrunden. Ich glaube, das ist so ein Rekord, ne? Mit dem Flugzeug. Einmal rundherum, 31, 32 Stunden. Um den rum, wenn du ein Flugzeug nimmst, das 800 Kilometer pro Stunde fährt, da fliegt man 1000 Jahre nonstop. Das ist die Dimension dieses Umfangs. Ja, da müsste jetzt schon was ein bisschen losbrechen. So, oh, ja, ja, die in Schaffhausen haben schon lange oh gemacht, ne? Ja, Salzburg, oh, 1000 Jahre, das ist ein Stern. Von zig, zig, Trilli, was auch, Billi, Milio, was auch immer, Illionen, Arten von Sternen. Das ist nur einer. 1000 Jahre, um da rumzukommen. Also Größenvergleich würde man die Erde schrumpfen auf 1 Millimeter. Hier, kleine Erde, hier auf dem Tischchen. Kleine Erde, 1 Millimeter. Dann wäre die Sonne 10,9 Zentimeter. So, ne? 1 Millimeter Erde, Sonne so, groß, ne? Groß, Sonne, groß, ja? Erde klein, groß.
Der VY Canis Majoris wäre dann 200 Meter hoch. So ist der Stern. Jetzt habt ihr es gecheckt. Come on. Energy is back in the room. Love it. Machen wir die Erde noch ein bisschen größer. Ein Golfball, ne? Würde die Erde ein Golfball sein, einfach damit man sich vorstellen kann, was da oben hängt und auch mal runterdonnern kann, gell? Was da oben hängt. Erde ist, das ist die Erde. Dann haben wir, ja, wenn das die Erde ist, dann wäre der VY Canis Majoris etwas so hoch wie der Mount Everest. Das ist dieser Stern. Die Erde passt 7 Billiarden Mal in diesen Mount Everest. 7 Billiarden solche Golfbälle, muss man sich mal vorstellen, wie stellt man sich das vor? Man könnte sie auslegen, dann hat man eine Fläche. Ja? Und in Österreich auslegen geht nicht, da hat sie überall Berge, kullert alles runter. Wir legen sie, ich bin Schweizer, ich will sie auch nicht bei uns haben, also wir legen sie nach Deutschland, liebe Deutschen. Ja? Ja? Wir legen euch ein paar Golfbälle hin. Man könnte ganz Deutschland, 7 Billiarden Golfbälle, hab's ausgerechnet, ganz Deutschland 1 Meter hoch mit Golfbällen belegen. Das ist die Dimension. Unfassbar, unfassbar. Und dann kommt da dieser einfach easy Psalm 33, wo es heißt, den Himmel hat Gott geschaffen mit dem Mund, mit den Worten seines Mundes und die Sterne hat er gehaucht. Ich hätte ein richtiges Würgen mit so einem Klotz im Hals. Und wir müssen jetzt da nicht irgendwie zu nah ran, wie Gott das gemacht hat. Am Anfang war da diese Energie, sagen die anderen, die einen, andere Mutiger sagen, da war Gott. Aber er ist der Ursprung, der nur schon diesen einen Stern angestoßen hat. Und er haucht das Zeugs, ne? Dieses mystische Gottwesen haucht solche Dinge. Ja? Und gleichzeitig ist es sich nicht so bequem, Mensch zu werden am Kreuz, um uns nah zu sein. Und das ist das, was ich in meinem Kopf fast nicht zusammenkriege, aber was in mir etwas sehnsüchtig anschwingen lässt, was in mir etwas sehnsüchtig anklingen lässt, dass dieser unglaubliche Gott, dass der diese Nähe sucht nach mir. Dieses Große, das in mich hineingegossen wird. Wie Kakao am Morgen. Kakao mag ich groß. Wer mag Kakao groß? Ja? Da sind viele hier, zu Hause bei euch hoffentlich auch. Also ich mag so diese großen Kakaotassen. Ich war kürzlich bei einer Predigt in Genf in der Schweiz und da ist ja dann alles französisch, da bin ich dann nicht mehr so sattelfest. Ne? Und im Normalfall kriegst du für Frühstück immer so kleine Tassel. Kennt ihr das? So ganz kleine Tässchen. Wer findet das auch nervig, kleine Tassen? Ja, danke, ich habe Ihre Hand gesehen, ich bete für euch. Diese kleinen Tassen, die sind wirklich anstrengend. Da machst du Milch, Kakao, weg. Ist ja immer noch morgen und immer noch bist du nicht wach, also nochmals Milch. Das machst du 7 Mal. Ich komme da in Genf, ist ein paar Wochen her, komme ich zum Frühstücksbuffet und da steht auf meinem Tisch, kein Witz, steht so eine Tasse. So eine Tasse. Ich sehe Daumen, ich sehe... Leute, das ist ganz nah schon an paradiesischen Zuständen. Ja. Früher gab es die wahrscheinlich damals im Garten Eden und irgendwann, wenn ich mal da wieder bin, dann wird es auch wieder diese großen Tassen geben. Aber hier auf Erden, seit dem Sündenfall, gibt es nur noch diese kleinen Tässchen. Wespen, Mücken und kleine Tassen sind da entstanden. Bam. Ich habe also diese große Tasse genommen, habe mir Milch angegossen. Das ist schon mal am Morgen, also das ist crazy, weil da gibt es so viel, da gibt es nicht mehr eine Milch. Da gibt es eine vegane Milch, eine laktosefreie Milch, eine stressfreie Milch von stressfreien Kühen. Es gibt wahrscheinlich auch eine vitaminfreie Milch, eine beinfreie Milch von beinfreien Kühen. Die schleppen sich so mit dem Euter über den Boden. Ich check's nicht mehr. Ich nehme irgendeine Milch, die einigermaßen weiß ausschaut, gieß mir rein. Bin wirklich erstaunt, weil da 7 Deziliter reinpassen. 7 Deziliter. Ich meine, das ist mal ein Frühstück, ne? Da kommt plötzlich die Frau im Service, die das... No, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça. C'est une poubelle. Das ist ein Mülleimer.
ist eine Blumenvase. Ist mir doch egal, ich wollte das, ich durfte nicht. Und es ist eben bei Gott wie bei Kakao. Ich mag die Größe bei Gott. Ich mag in meinem Leben eine Persönlichkeit, die sehnt sich nach groß. Wenn man Georg zuhört, spürt man das ja auch. Ja? Ich mag groß. Und dann ist das Ding aber ausgegossen in mich wie Kakao. Das ist das Angebot Gottes. Dieser Heilige Geist ist ausgegossen in dich. Und es geht eben noch steiler. Es heißt im Römer 5,5, Gottes Liebe ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn man das grammatikalisch anschaut, dann heißt es eben nicht, es ist wie Kakao von außen in dich hineingegossen worden, sondern es heißt, es ist bereits in dir und wird in dir ausgegossen. Das ist doch crazy. Also du bist eben von Gott ein göttliches Wesen geschaffen. Da ist Gott schon da, da ist Gott schon in dir drin. Da ist was Göttliches da, das wir einfach immer wieder wegdrücken, wegsperren, in irgendwelche Bereiche sagen, dieser Bereich, da vielleicht. Wir als Menschen drücken dieses Göttliche immer weg, aber Gott wäre eigentlich da und diese Kakaotasse, die möchte ausgegossen werden. Stell dir vor, was für wunderbar, Kakao überall auf dem Fußboden, überall, das paradiesische Zustände. Das spricht der Schweizer aus mir, ne, mit Schokolade und so. Gott möchte seine Liebe in dir ausgießen. Und was wir machen, ist Gott immer wieder verlieren, immer wieder wegdrücken. Und dann entsteht es eben, dass da eine Sehnsucht geschieht, weil eigentlich der Ursprung unseres Wesens ist er. Und wenn wir ihn wegdrücken, dann geschieht ein Loch. Dann fehlt da was. Und das Ding ist, dass wir dann irgendwo mit Sehnen beginnen, oft nicht Richtung Gott, sondern in ganz unterschiedliche Richtungen, nach Akzeptanz, nach einem Statussymbol, nach Erfolg, nach Beziehungen, die uns irgendwie erfüllen. Da entsteht diese Sehnsucht, die zu Süchten werden können und alles geht an Gott vorbei. Anstatt zu sagen, Gott, was ich brauche, ist eigentlich eben in dir diesen Frieden zu finden. Also all diese Sehnsüchte sind oft Symptome der Abwesenheit Gottes. Da, wo dein Herz sich so unglaublich sehnt, sind oft Symptome der Abwesenheit Gottes. Nicht, weil er abwesend wäre, sondern weil wir ihn mit unserem Leben immer wieder wegdrücken, wegschieben. Der heilige Augustinus hat schon vor über 600 Jahren gesagt, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wie wunderbar. Also wir sind auf Gott hin geschaffen. Und dieses Göttliche, das hat dann eben all diese Attribute, das, was das Reich Gottes mit sich bringt. Reich Gottes bringt mit sich, wenn sich Reich Gottes hier in diesem Salzburger Raum ausbreitet, bei euch jetzt da, wo ihr schaut, wenn sich Reich Gottes ausbreitet, dann breitet sich eben all das aus, was Reich Gottes beinhaltet, nämlich ein Friede kommt. Plötzlich ein tiefer Friede. Dann kann Liebe sich ausbreiten. Dann kann eine Freude sich ausbreiten. So ein Grundrauschen der Freude sogar in schwierigen Situationen. Also dieses, sagt ihm immer, das Grundrauschen vom Reich Gottes ist da, selbst wenn außen mein Leben zerbricht. Das ist ja das wunderbare Geschenk von Gott. Das Reich Gottes sich jetzt schon ausbreitet. Nicht erst dann, wenn wir mal irgendwo in Reich Gottes eintreten. Sondern Reich Gottes ist bereits angebrochen, bereits hineingebrochen. Und das Problem ist, dass uns das immer wieder abhanden kommt. Uns kommt immer Reich Gottes Dynamik wieder abhanden. Ich habe es gemerkt, ich war vor einer Woche war ich in Deutschland an einer größeren Veranstaltung, habe da die Predigt gehalten über Friede. Friede ist für mich auch sowas. Friede lässt mich sehnsüchtig werden. Ich schaue in die Welt und ich sehe Krieg und ich sehe, dass wirklich, oder Länder, die sich bekriegen, ich sehe, dass Krieg, aber auch in Ehen, in Familien, in meinen eigenen Beziehungen, da scheitere ich oft am Frieden. Also ich scheitere, weil ich Krieg sähe, weil ich selber auf Krieg und Streit aus bin, weil ich mir das Recht nehme, das vermeintliche Recht, mich zu rächen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Und da kommt mir dieser Gott, den drücke ich dann wieder irgendwo in eine Ecke meines Herzens und der Friede kommt mir abhanden. Ich verliere diesen Frieden. Und ich war da in einer Predigt und ich habe über Friede gepredigt und habe während der Predigt habe ich den Frieden verloren. Das ist noch spannend.
Weil das war crazy, 13.000 junge Menschen, Programm hat sich über 40 Minuten hinausgeschleppt und ich habe da gewartet, ich hatte keinen Monitor, ich wusste nicht, was vorne läuft. Die waren 3,5 Stunden schon im Saal, die waren überhitzt, seit 3 Tagen übernächtigt, die waren dehydriert und dann kommst du und solltest nach 3,5 Stunden Programm noch irgendwas über Friede predigen. Und du spürst, als du da rausgehst und sagst, hallo, ah, ihr wollt ja gar nicht, ne? Also das ist so das Gefühl. Und alles hat sich kurzfristig geändert. Wir wollten, es war vor mir, war ganz eine humorvolle Session und dann wollte man so ein Interview machen mit mir über Humor und so. Das ist alles gecancelt und plötzlich stehst du auf der Bühne und müsstest über Friede sprechen. Ich denke dann professionell, come on, ist ja nicht das erste Mal. Also ich drücke mich rein in meine erste Geschichte, eine coole Geschichte, wie der Schweizer Friede verliert, weil wir Schweizer sind ja ein ganz gemütliches Völklein. Ne? So ähnlich wie Österreicher, der Bastio, Bastio, ja, ja, Bastio. Ich habe gerade ein Auto geschrottet, ja, Bastio. Es ist alles immer so, ja, Bastio, Bastio, das ist wunderbar. Also wir sind ja auch so und früher, wenn zum Beispiel, wenn du in den Zug gingst, da hat sich paradiesische Stimmung ausgebreitet. Diese Geschichte habe ich erzählt. Man sagt, grüezi, hallo zusammen, heute zusammen, ja, ist noch frei, darf ich dran höckle? Also einfach wie so ein netter Schweizer halt ist. Und dann muss einer niesen und früher haben dann 35 Stimmen gerufen, Gesundheit, Gesundheit, danke vielmal, Gesundheit, danke vielmal. So ist der Schweizer. Und ich wollte meine Poete landen, dass der Friede abhanden gekommen ist durch Covid, weil wir heute, wenn einer niest, nicht mehr sagen, also sagt man nicht mehr Gesundheit, sondern sagt man Sauhund, wie kannst du nur? Ne? Ja, ihr versteht die Poete, nicht? Sekunden bevor ich diese Poete landen will und dieses Sauhund fröhlich rauspretschen will, bricht jemand da hinten wegen Überhitzung weg und ein ganzer Sektor schreit nach Sanität. Ich breche meine Geschichte ab, könnt mal helfen da, Sanität raustragen. Nach 4 Minuten ist alles wieder beruhigt und ich denke, wo war ich? Ah ja, Sauhund! Nee, geht nicht mehr. Passt wie nicht mehr. Ich starte zur zweiten Geschichte, wieder eine ganz lustige, ulkige Story, ne? Über wie mir, also, da war so ein, bei uns, als wir umgebaut haben, ja, bei uns zu Hause, da waren Handwerker, die sind bei uns 2 Meter am Schlafzimmer vorbeigelaufen, so eine Dreckschleuse, und haben um 7 Uhr morgens den Hauptschalter angestellt und dann hat es BAM gemacht und da ging Licht an, da ging der Kompressor an und da ging das Radio an. Du stehst in deinem Bett, also du bist friedlich am Schlafen und dann hast crazy, ja? Und wenn der Kompressor dich nicht weckt, dann ist es das Radio einmal, kein Witz, um 7 Uhr morgen hat's mich geweckt mit Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Und ich, meine Liebe ist jetzt gerade gebrochen, spätestens jetzt, spätestens jetzt. Und ich sehe Nackenwirbel brechen da oben. Ich gehe da rauf und da bricht jetzt dann einiges, ne? Nein, Friede weg. Friedlich im Bett, zack, ein Knopf, Friede weg. Ich will die Geschichte da zu Ende spielen, ihr versteht sie, ne? Wieder bricht da eine im Saal oder einer im Saal, wieder Sanität, immer wieder dasselbe Spielchen. Ich habe meine innere Contenance, wie man so auf gut Deutsch sagt, verloren, ja? Mein ganzes Herz war in Unruhe, wollte einfach diese Predigt irgendwie durchkriegen und den Leuten sagen, es gibt noch Friede, irgendwie den Gott anbietet. Aber bei mir nicht und ich bin dann mal raus, ne? Das Ding ist, dass da manchmal so ein Knopf ist, der gedrückt wird und da ist dein Friede weg. Das ist einfach zack, dein Friede weg. Du bist fröhlich aufgestanden, zack, kommt dein Lieblingsschatz zu Hause und sagt, was war da noch mit dem Müll? Zack, und der Friede ist weg. Ja, ich habe gesagt, ich tue ihn raus. Ja, ich weiß, es war im Januar und jetzt ist... Es ist so ein Knopf und der Friede ist weg. Du bist fröhlich, du gondelst da fröhlich durch, mit dem Auto durch die Straße und dann kommt irgend so ein Idiot, der schnurrt, Friede weg. Ein Knopf, Friede weg. Es geht so schnell, dass der Friede weg. Du könntest in der Nacht endlich mal friedlich schlafen und 7-mal kommt deine Lieblingstochter und sagt dir, hey, Papa, ich kann nicht schlafen. Und ich höre Nackenwirbel brechen, du. Ja, ihr tut jetzt so lieb, ne? Ich weiß, was das heißt. Be there, done that. Innere Verzweiflung. Herr, komm bald. Jetzt. Der Friede ist so schnell weg. Und warum ist das so? Weil Friede dieser Urboden von Gottes Gegenwart ist.
Friede ist dieser Urnährboden von Gottes Gegenwart. Das ist dieses göttliche Geschenk, dass wir einen inneren Frieden haben dürfen durch seine Gegenwart. Und das kommt uns immer wieder mal, abhanden. Ich habe einen wunderbaren Vers mitgebracht, den Paulus an die Philipper schreibt. Und da schreibt er, und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also er spricht über Nachfolge. Das ist auch das, was Christus sagt, folgt mir nach, tut, was ich tue, redet, was ich rede, lebt, was ich gelebt habe. Das ist Nachfolge, zu der wir berufen sind. Nicht einfach nett irgendwie fromm was spielen, sondern diese Nachfolge, diese Sogwirkung, diesem unglaublichen Christus hinterher. Und dann heißt es, wenn wir das tun, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Der Friede wird mit uns sein. Es war mal ein Jahresvers in Psalm 34, 15. Suchet Frieden und jagt ihm nach. Jagt diesem Frieden immer wieder hinterher. Warum? Weil wir genau für das geschaffen sind. Und wenn wir nicht diesen Frieden suchen, werden wir ein Leben lang nach Dingen suchen. Wir werden nach allem jagen. Wir werden allem hinterherrennen, wenn nicht Gott dein Herz befrieden darf. Ganz am Anfang hat Gott die Welt geschaffen und da war das große Wort Shalom. Das ist ein allumfassender, alldurchdringender Friede. Das war diese ursprüngliche Dynamik, eine Beziehung zu Gott von dir, eine Beziehung zu anderen Menschen, eine Beziehung zu dir selber und eine Beziehung zu dieser Schöpfung, die er gemacht hat. Und genau das ist zerbrochen. Die Bibel sagt ihm einfach sehr pragmatisch Sündenfall. Aber das ist viel mehr als einfach nur ein Sündenfall. Wir haben es vor allem reduziert bei Sünde auf moralische Vergehen. Das ist so ein Dogmenkatalog, wie man christlich leben muss und alles andere ist falsch. Und da, glaube ich, sind wir als Christen falsch gelaufen. Weil Sünde heißt einfach mal vom Urtext her Zielverfehlung. Und was war das Ziel? Mit diesem Gott in Gemeinschaft, in diesem Shalom zwischen dir und ihm zu leben. Das war die Idee. Und aus dem sind wir rausgefallen. Es war eigentlich ein Friedensbruch, es war ein Schalombruch, was da geschehen ist. Und wenn es heißt, tut Buße und kehret um, bekehret euch, dann hat es nichts damit zu tun, oder nur am Rande, ich sage nichts ist falsch, aber nur am Rande damit zu tun, all deine Sündelchen jetzt zu bekennen. Das kann man auch machen, das ist unglaublich wohltuend, also nichts gegen das, auch nichts gegen Beichte. Aber der Grundpuls von Buße tun heißt Paradigm Shift. Das heißt Buße tun. Buße tun heißt einfach nur Umdenken, Paradigmenwechsel. Ich habe ohne Gott gelebt und ich denke jetzt um und merke, ich möchte mit Gott leben. Das ist Buße tun. Das ist die Hinwendung zu Gott, wie auch immer wir dir das dann vollziehen. Und das ist das Wunderbare, dass Gott eben sagt, seid ihr aus diesem Frieden rausgedroppt, seid als Menschheit, habe ich diese Sehnsucht nach euch, dass ihr Buße tut, dass ihr euch umdreht, hin zu mir, wieder in diesen Frieden hinein. Deshalb heißt es in der Prophezeiung Jesaja 5, 9, da kommt einer, der Messias, das ist der Friedefürst. Und was wird er machen, heißt es dann Jesaja, er wird Friede bringen. Und als dieser Christus am Kreuz starb, stand er eben nicht im Weg, sondern hat diesen Weg wieder frei gemacht, weil er Friede gebracht hat, dass du mit deinen Sehnsüchten nicht ein Leben lang irgendwo umhöntern musst, ja? All das Gedönse leben musst, wo da rundum ist. Und du kannst mit deiner Sehnsucht Richtung Gott ausgerichtet leben, sagen, hey, ich möchte diesen Frieden in mein Herz reinlassen. Und dann kam der Großauftrag, was müssen denn wir Christen überhaupt tun? Ja, Friede bringen. Im Markus sagt das Jesus den Jüngern, geht und sagt den Häusern, Friede sei mit dir. Geht in die Häuser und sagt Shalom, bringt den Frieden. 2. Korinther 5, ihr seid Botschafter der Versöhnung, ihr seid Gesandtinnen, ja, an Christi Stadt, an seiner Stelle, tragt ihr Frieden in diese Welt hinein. Das ist doch mal ein Ding. Mich begeistert das. Dass dieses ganze Groß, diese Groß Emotion von Gott, und das sind viele große Emotionen, aber eine dieser Großemotionen ist, dass er Friede geschaffen hat. Er bietet, 2. Korinther, er bietet uns Versöhnung an. Lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus. Und aber wir dürfen als Botschafterinnen und Botschafter der Versöhnung in diese Welt hineinwirken. Er hat uns diesen Christus am Kreuz angeboten als dieses Friedensangebot. Da, wo uns der Friede abhanden kommt, wo irgendein Depp wieder so einen Knopf drückt bei dir und zack ist der Friede weg. Ja? Da gibt es auch einen Friedensbutton, um den Frieden wieder reinzudrücken. Und das ist eben Christus.
Deshalb bin ich so begeistert und so sehnsüchtig, weil mir der Friede ständig abhanden kommt. Immer wieder. Immer wieder. Gestern im Zug, meine Fresse. Leute an Pfingsten im Zug fahren. Ich meine, das war eine Schlägerei um Sitzplätze, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Ja, und wir Schweizer waren es nicht, ich sag's nur. Waren auch wenige Österreicher beteiligt. Ja. Wenn uns der Friede abhanden kommt, dann braucht es diesen Christus-Button. Ich habe das mal bei einer Operation gemerkt. Ich musste eine Bandscheibe war draußen und ich musste den Rücken operieren. Und dann hat mir so ein Spinalanästhesist hat mir so eine irgendwas da hinten reingesteckt. Das willst du gar nicht wissen. So, oh, früher im Rücken ist das drin, gell? Und dann habe ich gefragt, wie schnell wirkt denn das Zeugs? Weil ich habe das nicht so getraut. Ich meine, ich bin ein Mann. Also so schnell knockt mich nicht was aus, ne? Ja, wir Männer, bisschen Blut. Wir müssen ja nicht mal Corona, ein bisschen Frühlingsschnupfen. I know, be there, done that. Also, ich liege da auf diesem Schragen und sage, wie schnell geht das? Und er sagt, ach, Herr Bobbert, zählen Sie mal bis 10. Ich denke, ja, 1, 2, 3. Und schon lag ich so mit Sabber, lag ich da auf dem Schragen. Wieder aufgewacht im Bett und wie lange dauert, es war vorbei, ne? Das ist einfach so ein Knopf, den er gedrückt hat. Oh, das hat mich durchblutet, das ist aber cool. Das ist cool. Ich hatte nachher als Schmerzmittel so einen eigenen Morphiumtropf, da waren andere im Spital unglaublich eifersüchtig. Ich hab's, hing da und ich durfte, kein Witz, ich durfte immer, wenn, sie haben gesagt, Herr Bobbert, Schmerzen, das ist nicht vom Herrn. Nee, haben sie nicht gesagt, das ist mein Herz. Aber Schmerzen, muss nicht sein, drücken Sie einfach den Knopf, dann wird er gesperrt für irgendwie 20, 30 Minuten, dann kannst du wieder drücken. Also, war das ständig, 30 Minuten, ich lag da im Bett und dann wird zack und dann, das geht Sekunden und es durchflutet deinen Körper. Sie haben gesagt, jetzt würden Sie bei der Dopingkontrolle hängen bleiben. Das durchflutet deinen Körper und der Schmerz ist weg. So stelle ich mir vor, wenn Gottes Friede in unsere Beziehungen reindrückt. Also wir können nicht alles da draußen bremsen. Wir können auch Menschen mit arschlöchiger Natur nicht bremsen, die Kriege führen wollen. Aber wir können den Frieden in uns drin bewahren und Frieden ausgießen. Wir haben diesen Auftrag, Frieden auszugießen in diese Welt hinein. Das ist Evangelium. Wir empfangen Frieden. Ich als Bobby empfange diesen göttlichen Frieden, diese Kakaotasse, umgekippte Meer gießt sich aus, diese Liebe, dieser Frieden, dieses Göttliche. Und ich bin bereit, auf meine vermeintlichen menschlichen Rechte zu verzichten, dir auch weh zu tun, weil du mir weh getan hast. Und ich beschenke dich, unverdienterweise natürlich, gerade, ja, unverdienterweise, ich beschenke dich mit Friede. Ja. Das ist Evangelium. Das ist dieser große Shalom, den Gott uns anbietet. Und das Problem ist, dass wir bei diesem Frieden immer wieder mal ins Strauchen kommen. Ich habe es schon angedeutet. Es gibt so einen berühmten Psalm von Asaf. Ein Asaf, ein Psalmist, der hat das geschrieben. Fast wäre ich gestrauchelt, meine Füße gestrauchelt. Beinahe wäre ich ausgeglitten mit meinen Schritten. Warum? Weil er schaut da raus und ihn nervt es, dass es allen, die nicht mit Gott leben, dass es denen gut geht. Allen, die Böses tun, denen geht es noch gut. Kann ich nachvollziehen, wenn ich so die Welt anschaue. Ja? Und dann kommt so mein inneres Wohlbefinden ein bisschen ins Schwanken, wo ich denke, Himmel, Gott, jetzt könntest du dem auch mal eine, ne? Reindrücken. Ja? Jetzt wäre mal Zeit da. Groß Gott, klar, mach mal so einen Stern runter, ne? Genau auf irgendwen. Ne? Ich habe dann diese Gefühle und ich bin dann wie Asaf und denke, ich strauchel in meinem Frieden. Ich strauchel, wenn ich schaue, wieso ist all dieses Böse in der Welt möglich? Da sind wir bei der großen Theodizee-Frage, warum lässt Gott all das Leid zu, wenn er doch alles könnend, allwissend und gut ist? Und da höre ich manchmal hinter mir diese vielleicht göttliche Stimme, die mir sagt, ja Bobby, warum lässt ihr all das Leid zu? Warum tut ihr Menschen so viel Böses, obwohl ich euch eigentlich die Möglichkeit gegeben habe, Gutes zu tun? Wir sind ja Gottes Geschenk in diese Welt hinein. Er in uns, Christus in uns, sagt der Paulus im Kolosser, ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit.
Also wir hätten ja die Möglichkeit, eine Welt zu gestalten, die wunderbar ist. Nur machen wir oft vom anderen Part der Seele Gebrauch, die sich nach den dunkleren Dingen sehnt. Und nicht nur die, die offensichtlich Böses tun, sondern wir hier in Salzburg. Na gut, ihr in Salzburg nicht, aber ihr dort zu Hause, ja, in Stuttgart, ihr oder ihr da in St. Gallen, ja, ihr seid's. Wir nicht, ne. Doch eben wir mit unserer Seele sind es, die da immer wieder reindrücken und da den Frieden verlieren. Ich war vor etwa 2 Monaten war ich in der Ukraine, als der Krieg anfing, hat man all das gelesen, große Schockierung, all das, was man durchspielt, Ohnmachtsgefühle, Unverständnis, Wut, vielleicht auch Sorge, all die Sachen, die man so durchspielt. Und dann ist bei mir, hat es begonnen, weil wir haben etwa 130 Mitarbeitende in der Ukraine. Und dann ist es plötzlich nah, weil ich habe jeden Tag diesen Chat gelesen. Jeden Tag kommen Infos von den Menschen, die, wohin sie flüchten müssen, was geschehen ist, was wieder passiert ist. Da hat einer von unseren Mitarbeitern, der Bruder, der wollte helfen mit einem Bus, hat Menschen aus umkämpften Gebieten rausgefahren und Nahrungsmittel transportiert. Und dann ist er in einem Gefecht, ist der Bus zerrissen und er ist ums Leben gekommen. Und dann liest du das alles und du findest es schlimm und du sitzt aber in der Schweiz in deinem schönen Garten und machst Barbecue heute Abend und öffnest eine Flasche Wein. Und das ist diese Spannung, die ich fast nicht ausgehalten habe und gesagt, ich muss dahin. Nicht, weil ich irgendwie helfen könnte, aber ich muss dahin, damit mein Herz da irgendwie spürt, was da geht. Und dann haben wir Busse gekauft, weil sie haben geschrieben, wir können uns im Land nicht mehr bewegen. Wir brauchen Busse, um den Menschen zu helfen vor Ort. Unsere Leute haben ihren Job eigentlich hingelegt und haben begonnen, Menschen zu helfen. Einfach für mich so beeindruckend, so mutige Männer und Frauen. Und dann haben wir Busse gekauft und sind einfach in die Ukraine rübergedonnert, ins Land hineingefahren. Alle sind da rausgefahren, wir sind einfach da hineingefahren. Nur knapp über die Grenze, also nicht jetzt, dass ich ein Held wäre, sondern einfach über die Grenze haben diesen Mitarbeitern mit ihnen da auf dem Parkplatz gebetet, ihnen die Busse gegeben und schon am nächsten Tag waren die in Mariupol, haben Menschen gerettet. Immer wieder Fotos mit ganzen Bussen voll mit Menschen gesagt, guck, wir haben wieder einen Bus voll mit Menschen da rausgeholt. Also das hat mich so bewegt, dass Menschen das tun, dass Menschen Frieden schaffen, wo andere Krieg schaffen. Und das ist eben, das ist die Fähigkeit, die wir haben, da wo uns Friede abhanden kommt, um Frieden zu ringen. Ich stand dann da, ich hatte keinen Bus mehr, ich bin über die Grenze gelaufen mit Hunderten von Frauen mit Kindern und habe deren Geschichten zugehört. Und da, ich meine, das bricht dir das Herz, all das zu hören, was die eine Frau, die hatte alles. Sie hat gesagt, ich habe schon nach einer Woche Krieg, habe ich ausgeweint gehabt. Was ich alles erlebt habe, ich habe ausgeweint nach einer Woche. Die eine hat gesagt, ich habe alles, ich hatte eine Familie, Ehemann, ich hatte einen Job, ich hatte eine Firma, jetzt habe ich alles nicht mehr. Ich meine, einfach, das sind schlimme Dinge, die da geschehen sind. Und da kommt mir oft mein Friede abhanden. Ich sage, ich bin nicht mehr mit meinem Herz befriedet. Und das ist das, was Asaf sagte, ich bin gestrauchelt mit meinem Frieden, mit meiner Nähe zu Gott. Ich strauchel, wenn ich die Welt anschaue, wenn ich das Leben anschaue. Und dann kommt er aber im Vers 17 zu einem unglaublichen Turnaround, da sagt er, bis ich eintrat ins Heiligtum. Da hat sich alles gedreht. In dem Moment, als er ins Heiligtum eintritt. Und da sind wir zurück bei den großen Mystikerinnen und Mystikern, die wir in der Kirchengeschichte haben. Die Teresa von Avila, ganz berühmt, wie sie sagt, hätte ich schon früher gewusst, was ich jetzt weiß, dass die kleine Seele, die kleine Palast meiner Seele da so einen großen König beherbergt, hätte ich ihn nicht so oft da allein gelassen. Ist genau das, dass dieser Gott in dir Frieden schaffen möchte, mit dir und mit dieser Welt. Und die Frage ist, ob wir uns mit unserer Sehnsucht immer wieder ihm zuwenden oder ob wir uns von ihm abwenden. Ich brauche diesen Frieden immer wieder. Sei es, wenn ich zu Hause am Pult sitze und eine Stressattacke kriege, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe dann so viele Sachen, dann kommen die E-Mails rein, das bremst dann nicht mehr und dann hast du plötzlich einen Posteingang mit 100 E-Mails, die alle warten und du hast noch 7 Sachen, die du vorbereiten musst und dann merke ich, Scheibe, morgen noch nach Salzburg. Und dann kommt bei mir so ein innerer Stress und den baue ich dann ab mit einem Faustschlag auf den Tisch. Sehr ungeistlich, aber hilft. Ja? Ja?
Glas Wein hilft auch meistens, das ist am Abend dann, es ist auch ungeistlich, aber hilft. Das sind also die zwei großen Sachen von, für Resilienz, ist ein Glas Wein und Heiliger Geist. Das ist wirklich eine gute Kombination. Aber ich bin dann da und ich habe Stress und ich brauche Frieden. Ich hau dann auf den Tisch und dann ist manchmal schon die erste Energie mal raus und dann brauche ich den Gott, der mein Herz befriedet. Oder wenn du vielleicht abends im Bett liegst und dann kommt diese Panikattacke vor dem Sterben, vor dem Ende und du denkst, boah, wie wird das alles sein? Und dann wird das alles eng und du merkst, hey, ich brauche diesen Frieden. Ich brauche diesen Frieden. Wenn du in deiner Familiensituation nicht mehr durchsiehst und denkst, meine Ehe, um Himmels Willen, wie kriege ich die gebacken? Alles wird eng. Ich brauche diesen Frieden. Wenn du in deiner Finanzsituation anstehst, ich brauche diesen Frieden. Und deshalb ist es das Wunderbare, dass dieser Gott des Friedens anbietet, dir nahe zu sein. Wie schön ist das, dass Gott sich als ein Gott des Friedens bezeichnet. Ich bin hier und ich möchte dir Frieden schenken, deiner unruhigen Seele. Und sie wird immer unruhig sein, bis sie Friede findet bei mir. Und da landen wir, und mit dem möchte ich enden, bei diesem Christus, der Friede führst. Es ist für mich etwas vom Bewegendsten zu schauen, wie Menschen auf diesen Christus reagieren, wie ich selber auf ihn reagiere, was mit mir geschehen ist durch diese Begegnung mit diesem Christus, was da an Hesekiel-Transformation geschehen ist, wie die Bibel sagt, es gibt ein neues Herz. Hesekiel 36, neues Herz gibt er dir. Er nimmt das, das aus Stein ist, raus und gibt dir eins, das pulsieren kann, das fühlen kann, das Friede schaffen kann, das weich ist, das lebt, das pulsiert. Und dieser Christus ist immer wieder Menschen begegnet. Und es gibt die vielen Großbegegnungen in der Bibel, die man kennt. Und dann gibt es solche, die habe ich oft überlesen. Also zum Beispiel dieser Hauptmann am Kreuz. Das ist einer der Bösen, ne? Hat den da raufgenagelt. Der war vielleicht dabei, als man ihm die Dornenkrone aufgedrückt hat. Der hat vielleicht mitgespottet, ich weiß es nicht. Aber der war da im Dienst, der musste das tun. Kann man sagen, ich habe es nicht besser gewusst, ich musste. Ja? Die Sätze kennen wir. Und dieser Hauptmann, der muss diesen Jesus töten. Der muss ihn ans Kreuz nageln. Und dann kommt dieser Moment, da heißt es in Markus 15, als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Was für eine Aussage. Im Sterben drin, vielleicht hört er noch den Satz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht irgendwas ist bei ihm angekommen an Liebe, an Friede, an Vergebung, an Göttlichkeit, wo er sagt, wow, ich habe gerade den Christus gekreuzigt. Und es klingt nicht so, als wäre er vor Panik am Wegbrechen. Ich meine, hätte er einen römischen Gott ans Kreuz genagelt, meine Fresse, alter Falter, der würde sagen, Scheiße, ich habe gerade den Sohn von Gott. Das wäre doch die Dynamik, wenn du realisierst, ich habe den Sohn von Gott. Faint, ja. Nee, das ist aus. Und wenn du noch weißt, der kommt zurück. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Meine Zeit, da will ich nicht mehr in seinen Pantoffeln stecken. Na, da pinkelt sich sein Schild voll vor Angst. Das ist. Aber es heißt hier, als der Hauptmann sah, sagt er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Da spüre ich etwas, eine Erkenntnis, die nicht von Panik erfüllt ist. Warum? Weil er weiß, ich habe nicht den Gott der Rache gekreuzigt, sondern ich habe den Gott der Vergebung und des Friedens habe ich gekreuzigt. Und genau dieser Friede und diese Vergebung, die werden mir gelten, wenn er zurückkommt. Genau wie es Petrus erlebt hat, hat seinen Freund verraten und diese erste Begegnung, wo sie Auge in Auge stehen, sagt Jesus nicht, wie ich, machen wir dir, Petrus, Kerl, komm mal her. Also das mit diesem Dings da, geht gar nicht, ne? Geht gar nicht. Also Freunde fürs Leben, Blutbohnen und so. Und dann sowas, ne? Wir folgen uns, also auf Insta habe ich dich mal empfolgt, ne? Sondern die einzige Frage von Jesus ist, aus diesem Frieden und der Liebe raus, liebst du mich? Liebst du mich?
Und ich habe diese Geschichte, diese eine Satz, ich liebe es in der Bibel, so wunderbare Geschichten drin. Leute, jetzt ist der Stern gefallen. Nee, das war die Erde. Es war nur die Erde, kein Problem. Boah, der Stern, das wäre ein Ding gewesen. Es war nur die Erde. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich fühle damit Asterix und Obelix mit. Also da heißt es in Markus 15, dann führten sie Jesus hinauf, um ihn zu kreuzigen. Ein Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Zyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, ein Kreuz zu tragen. Das ist ein Mann, der taucht nur hier auf, der stolpert in diese Kreuzigungsszene. Armes Schwein, falscher Ort, falscher Zeitpunkt. Der wollte nichts mit Jesus sehen, der war an der Arbeit, der war von Kyrene, das ist Ostlibyen heute, der ist da aufgewachsen, gab es eine jüdische Minderheit, der war da, hat da gearbeitet, um Geld zu verdienen wahrscheinlich. Und dann stolpert er in diese Kreuzigungsszene rein. Und man weiß nicht, ja, was war's das? Aber warum wird hier vom Schreiber erwähnt, dass er Simon heißt? Beim Jungen, der da irgendwie Fisch und Brot und so gibt für die Vermehrung, ist er einfach ein Junge, weil er nicht mehr auftaucht. Hier wird ein Name erwähnt, Simon. Und übrigens, das ist der Papa von Rufus und Alexander. Das machst du nur, wenn du weißt, dass die Lesenden das wissen. Markus wurde wahrscheinlich an die Römer geschrieben. Also die kennen wahrscheinlich den Simon und den Rufus und den Alexander. Und wenn man weitergeht, jetzt wird spannend, dem Römerbrief von Paulus, da macht er eine große Grußliste. Also die war nicht ganz so lang wie die von Georg. Aber auch eine große Grußliste mit Grüß Apelles, Grüß Herodion, Grüß Narzissus, Tryphena und Tryphosa. Also falls ihr noch Namen sucht, weil ihr gerade ein Kind erwartet, tolle Sachen hier. Und er grüßt und dann, Achtung, plötzlich heißt es, grüßt Rufus, der vom Herrn auserwählt ist, grüßt seine Mutter, die auch mir zur Mutter geworden ist. Plötzlich taucht da wieder so ein Rufus auf in der Gemeinde von Rom. Ich kann es nicht beweisen, aber die Chance ist groß, dass das derselbe Rufus ist. Und dass sein Papa mal dieses Kreuz getragen hat. Ziemlich sicher, kein einziges Wort mit Jesus gewechselt hat. In diesem Zustand war Jesus nicht mehr fähig. Aber irgendwas ist da beim Kreuztragen, beim Balkentragen passiert, sodass schlussendlich dieser Sohn zum Glauben fand, sodass die Mama, also die Frau von Simon, zum Glauben fand. Und dann gehen wir in die Apostelgeschichte, die erste Missionsreise überhaupt. Da heißt es, sie sind in der Gemeinde von Antiochia, gab es Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, dunkelhäutig, hat man Niger genannt, Simon genannt Niger und ein Freund von ihm da wahrscheinlich, Lucius von Cyrene. Also da war eine Freundesbubble wie die alle von Salzburg, die Lorettos von Salzburg, haben wir eine Homebase und so. Ja. Die sind da auf Missionsreise, plötzlich taucht wieder so ein Simon auf. Mich begeistert der Gedanke, ich kann es nicht theologisch beweisen, aber mich begeistert der Gedanke, dass dieser Simon dieses Kreuz getragen hat, diesen Balken getragen hat. Und als er neben diesem Friedefürst ging, hat er diesen Frieden erlebt. So sehr, dass nachher sein Sohn zum Glauben kam, seine Frau zum Glauben kam, dass er Mitstreiter wurde auf diesen ersten Reisen, Mitgründer, riesige Pfeiler der Gemeinde in Rom, weil er diese Begegnung mit Christus hatte. Und das ist meine Frage heute. Da ist dieser Christus, der dich befrieden möchte. Dieses Angebot, in dir drin Gott zu begegnen, Christus in euch zu begegnen, dass Friede Einzug hält in deinem Leben, wo vielleicht ganz viel Streit ist. Und aus dem heraus können wir dann, wie es der heilige Franz von Assisi gesagt hat, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ein Gebet, es ist 800 Jahre alt, und das ist heute gültiger und kraftvoller denn je. Mache uns, überall wo wir sind, an diesen Livestreams zu Werkzeugen deines Friedens, weil die Welt nach einem Gott des Friedens lechzt und weil uns als Menschheit der Friede immer wieder abhanden kommt. Und dass dieses göttliche Angebot ist, ich trage Friede in euch hinein, ganz persönlich, aber gemeinsam mit euch trage ich Friede in diese Welt hinaus. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich merke, ich habe einzelne Kriege in meinem Leben und ich brauche ganz speziell, genau jetzt, diesen Gott des Friedens, dann möchte ich gemeinsam mit dir beten.
dann kannst du einfach jetzt aufstehen, schließt doch eure Augen und sagt, hey, ich möchte mich ausrichten. Dann kannst du aufstehen und wir beten gemeinsam, dass dieser Gott des Friedens dein Herz ganz neu füllen möge. Und du sagst, hey, ich habe da etwas, wo ich sage, da brauche ich diesen göttlichen Frieden. Und wenn du sagst, hey, göttlicher Friede ist bei mir im Moment gerade sau gut, alles im Lot, aber ich möchte noch viel mehr zu so einem Werkzeug werden, dann bete für dich einfach dieses Gebet. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, damit wir eine Revolution des Friedens anzetteln in diese Welt hinein. Gott ist ja nicht der Pete Gregg, mit dem habe ich ein Projekt gemacht letzten Herbst, hat diesen wunderbaren Satz gesagt, Christus ist nicht für uns gestorben am Kreuz, um uns christlich zu machen. Er ist gestorben, um uns menschlich zu machen, dass wir eben, so wie Gott uns geschaffen hat, dass wir als Menschen uns verschenken können aneinander mit dieser göttlichen Liebe, mit diesem göttlichen Frieden in uns, mit diesem Reich Gottes, mit dieser Reich Gottes Dynamik, die durch uns in diese Welt hineinbrechen darf. Ich möchte beten, wenn du sagst, hey, ich brauche gerade heute diesen Frieden, dann darfst du deine Hände ausstrecken und sagen, Gott, ich empfange. Einfach als Zeichen von Gott, ich empfange. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott des Friedens bist. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist jetzt diesen Raum flutet. Und diese Räume überall, wo Menschen zu Hause, am Livestream oder in irgendwelchen Räumen, Sälen zusammen sind. Komm, du Heiliger Geist, in all diese Räume hinein. Und komm, du, nicht nur in diese Räume, sondern in unsere Herzen, die Herzen, die wir dir aufhalten. Du bist herzlich willkommen. Breite deinen Frieden aus, da, wo wir uns verknotet haben im Streit. Breite deinen Frieden aus in unsere Beziehungen, in uns selber, wo wir uns nicht lieben, nicht annehmen, nicht mit uns befriedet umgehen können. Breite deinen Frieden aus, dass er uns durchflutet und dass es dann eben göttlich überfließen darf in diese Welt hinein, die du Frieden schenken möchtest. Ihr sollt gesegnet sein als Werkzeuge des göttlichen Friedens. Amen.